Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Monkey Island 5. Wir wollen zu den Jerkbait-Inseln und dazu müssen wir wahrscheinlich auf die Karte gucken. Segel vorbereiten, Mr. Winslow! So, wir können jetzt selbst aus... nach Flotsam können wir jetzt auch zurück, das ist ja geil. Gelato-Felsen können wir anwählen und das sind die Jerkbait-Inseln. Isle of You? Boulder Beach. Okay, wir können jetzt echt mehrere Sachen ansteuern. Aber wir hatten ja gesagt, wir wollen hier hin. Deswegen gehen wir da aber auch Kurs hin. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Shreveport. Ich denke mal, das gucken wir uns als erstes an. Und dann können wir immer noch schauen, wo es dann vielleicht noch weitergehen könnte. Sind wir schon am Ziel, Mr. Winslow? Ei, Captain. Spinner Cay, das emsige Epizentrum der Jerkbait-Insel. Ach, wirklich? Und wo sind alle hingegangen? Das mag schon ein paar Jahre her sein, als ich das letzte Mal hier war. Aber wenn es in der Stadt tatsächlich noch die Meermenschen gibt, dann würde ich sagen, dass alle abgetaucht sind. Meermenschen? Vielleicht lerne ich ja eine hübsche Meerjungfrau kennen. Sie haben recht, das hat Zeit. Zunächst müssen wir sicherstellen, dass Elaine vor diesem teuflischen LeChuck in Sicherheit ist. Und vergessen Sie nicht, wenn wir wieder in See stechen wollen, müssen wir erst unseren Mast reparieren. Klar, klar, wir müssen die Last dezimieren, verstanden. Mehr Jungfrauen. Okay, damit geht jetzt Kapitel 2 los. The Siege of Spinner Cay. Okay. Ja, Spiel wird gespeichert, das ist schon mal schön. Gut. Wollen wir uns dann mal auf dem Schiff umgucken? Angeln verboten. Angeln verboten? Moment mal, wir haben doch... den Haken haben wir ja auch noch. Können wir den jetzt vielleicht mit dem Stock verbinden? Nee, ich habe gedacht, wir können da vielleicht eine Angel draus bauen. Aber okay. Ja. Also ich kann mich sogar noch halbwegs daran erinnern, wir werden auf jeden Fall mehr Menschen begegnen. Ich glaube auch mehr Jungfrauen tatsächlich. Bin mal gespannt. Stehen da hinten nicht sogar Leute? Königliches Gemach. Ich glaube, da hinten stehen Leute. Ja, mal gucken, was es hier so gibt. Hi, Seemann. Da! Wow, bleib ganz entspannt. Der große, starke Pirat wird doch nicht vor so einer kleinen Vekilianerin wie mir Angst haben. Das tut mir aber leid. Okay. Bist du ein Meermann? Bist du Ethel Merman? Was? Ich glaube, ja. Also, bist du eine Meer... Das ist richtig. Ich gehöre zu 100% zu den stolzen vekilianischen Meermenschen. Mein Schwanz hat mich verraten, stimmt's? Was führt dich denn nach Spinner Cay? Ja, also wir suchen Elaine... Also genau, Dekava müssen wir auch noch suchen, richtig. Cooles Floß, darf ich mal damit fahren. Ach, Mast reparieren, also viele Sachen. Fangen wir mal von oben an. Ich suche nach meiner Frau Elaine. Sie ist die schönste Piratin, die man je gesehen hat. Mit seidig glänzendem rotem Haar und Augen, die so grün sind wie ein Grog im Sommer. Das ist ja so süß. Weißt du was? Ich habe sie vielleicht sogar gesehen. Sie und der andere Typ kamen ungefähr eine Stunde vor dir hier an. Okay. Du hast Elaine mit einem anderen Mann gesehen? War er ein großer Trottel? Ich könnte ihn sicher verprügeln, wenn ich das müsste. Aber Elaine kommt normalerweise allein klar. Ja, ich denke, das war sie. Sie ging direkt zum königlichen Gemach und der Typ zog mit einer Bande Affen unterm Arm in Richtung Dschungel los. Königliches Gemach, verstanden. Um den Affenschmuggler kümmere ich mich später. Okay, eine ganze Bande Affen hat er dabei gehabt, okay. Genau, Dekava müssen wir finden. Je von einem Mann namens Dekava gehört? Ich soll ihm dieses Medaillon zeigen. Meinst du den abgedrehten Schwammtyp? Ja, jetzt erinnere ich mich. Das letzte Mal, als ich ihn sah, hat er gerade eine Besatzung angeheuert, um einen geheimnisvollen Seeigel oder so etwas in der Art hinterher zu jagen. Hab ihn aber schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Er hatte eine kleine Hütte draußen auf Roe Island. Stimmt, wir müssen ja diesen Schwamm auch noch finden. Der konnte ja den Fluch mit unserer Hand oder den Fluch unserer Hand befreien, ne? Aber unsere Hand ist jetzt ja weg. Ja, mal gucken. Vielleicht brauchen wir das ja gar nicht mehr. Vielleicht kriegen wir unsere Hand ja auch noch wieder, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Kann ich mir auch noch vorstellen. Ja, machen wir das mal.
Weißt du, wo ich meinen Mast reparieren kann? Sicher. Wir haben ein Geschäft in unserer Stadt. Folge dem Höhlenpfad. Der bringt dich direkt hin. Okay. Cooles Floß. Darf ich damit mal fahren? Hast du einen Passierschein? Hab ich nicht. Nun, ich kann dich leider nicht durchlassen, selbst wenn dein Aussehen umwerfend ist. Du wirst dir einen Passierschein besorgen müssen. Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss jetzt gehen. War nicht böse gemeint. Passt schon. So, weil sie nicht gehen kann, ja. Okay, ja cool. Die scheint ja ganz nett zu sein. Gib mir, was ich verlange. Sonst lege ich deine ganze Stadt in Schutt und Asche. Du und deine Männer werden niemals die antiken Beschwörungsartefakte erhalten. Und dann machen wir vielleicht mit deinen Eingeweiden weiter und reißen die raus, du übergroße Kaulquappe. Bitte beruhigt euch. Wir können sicher eine Lösung finden, die gut für alle ist. Elaine! Guybrush! Aha. Guybrush, Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich war fast krank vor Sorge um dich. Erst die Explosion. Und dann hat die große Wolke mit Voodoo-Pocken damit angefangen, Piraten in der ganzen Karibik zu infizieren. Das war ein Unfall. Das Schwert war ein Schwindel. Der Zauberspruch funktionierte nicht. Das Pfefferminz hatte künstliche Zutaten. Es war nicht mein Fehler. Ich wette, da steckt eine Verschwörung. Oh mein Gott! Deine Hand! Welche Hand? Stimmt, genau. Was ist denn mit deiner Hand passiert? Und überhaupt, wo ist denn der Ehering? Das begann folgendermaßen. Ich sollte dich auf der Stelle aufschlitzen. Oh oh, ich sollte mich besser darum kümmern, sonst bringen sie sich noch um. Hier, nimm meinen Ring. Nein, das ist der... Nimm ihn einfach. Vertrau mir. Und verliere ihn nicht gleich wieder, Guybrush Threepwood. Ah, komm schon. Wer kann schon so zerstreut sein und zwei Eheringe verlieren? Ich bin's, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Halt's Maul, du. Aber der Ehering, aber der Ring, der sah doch jetzt genauso aus wie der Diamant aus Teil 3, den wir besorgt haben. Können wir da eigentlich auch hoch? Die Artefakte sind heilig. Ich werde sie nicht in die falschen Hände fallen lassen. Können wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können? Das ist sinnlos. Mehr Mensch Anführer. Reden wir mal mit der Frau hier. Also, was soll die ganze Aufregung? Ich und meine Männer, wir haben uns wohl diese üblen Pocken eingefangen. Und diese Mischlingsheilbutte hier wissen, wie man an ein Heilmittel kommt. Wollen es aber nicht preisgeben. Wir werden euch niemals die Beschwörungsgegenstände geben, Kapitän McGillicuddy. Nicht, nachdem ihr jahrelang unsere heiligen Gewässer mit Unrat verpestet habt. Das ist schon dabei. Wir haben in all den Jahren nur ein paar Fässer mit verdorbenem Grog versehentlich über Bord gekippt. Klar, versehentlich. Ich stopf dir gleich dein Atemloch. Meine Herren, ich darf doch sehr bitten. Ich bin mir sicher, dass Sie und der Häuptling Beluga sich irgendwie einigen können. Okay. Also ich mag den Namen McGillicuddy, irgendwie hört sich cool an. Was hat das mit diesem Heilmittel auf sich? Die Vekelianer hüten eine alte Prophezeiung, der zufolge ein mystischer Seeschwarm die Kraft haben soll, Voodoo-Energien aufzusaugen. Genau. La Esponja Grande. Richtig, ja. So hieß er. Aber um Esponja Grande finden zu können, muss man zunächst die legendären Meereskreaturen beschwören, die einen zum richtigen Ort bringen können. Nein. Und eben deshalb benötigen wir die restlichen Beschwörungsgegenstände. Meine Männer konnten bereits einen davon bergen. Dann könnten die doch auch den Rest herausgeben. Ah ja. Du hast von Beschwörungsartefakten gesprochen. Das hört sich cool an. Unsere Prophezeiungen besagen, dass drei goldene Artefakte auf diesen Inseln versteckt wurden. Sie haben die Form antiker Meeresgötter, eine weiße Meeresschildkröte, ein edles Seepferdchen und ein mürrischer Fisch. Ein mürrischer Fisch? Naja, diese Prophezeiungen sind sehr alt. Manche Übersetzung könnte etwas daneben liegen. Sobald diese Artefakte vereint und die Worte des zeremoniellen Rituals gesprochen wurden, werden sich die legendären Meereskreaturen aus dem Meer erheben und einen zum Fundort des Heilmittels bringen. Okay, ich hoffe, ich muss das mir nicht alles merken. Den mürrischen Fisch habe ich noch im Kopf, aber den Rest habe ich schon fast wieder vergessen. Okay, wer sind diese legendären Wer sind diese legendären Meereskreaturen? Auch wenn ich sie selbst nie sah, besagen die Prophezeiungen, dass sie die Verkörperung der Meeresgötter auf der Erde sind
und dass sie den Weg zum Maul und zum Schwamm weisen. Maul? Mhm. Genug davon! Das einzige Maul, um das du dir jetzt Sorgen machen solltest, ist dein Maul, in das ich gleich einen Enterhaken stopfe, wenn ich nicht sofort diese Beschwörungsartefakte erhalte. Sicherlich können wir auch eine weniger abscheuliche Vorgehensweise finden, wenn wir es nur versuchen würden. Elaine ist die ganze Zeit hier am Schlichten, finde ich irgendwie interessant. Ich dachte immer, ihr würdet Windgötter anbeten. Das stimmt. Einige von uns haben vor langer Zeit versucht, an Land zu leben. Aber alle kehrten sie wieder ins Meer zurück. Okay. Kannst du die Worte... Okay. Kennst du die Worte des zeremoniellen Rituals denn auswendig? Ich, ja. Und als Häuptling der Vekalians bin ich der Einzige, der das kann. Vielleicht kannst du Kapitän McGillicuddy einige der rituellen Worte sagen. Und er lässt sich im Gegenzug darauf ein, nur die Hälfte des Schwamms zu nehmen. Die wirst du mir jetzt vollständig verraten. Sonst bist du heute Abend unserer Hauptmahlzeit als Tagesfang. Ja, er ist nicht wirklich nett, ne? So, die Floßfahrt, ja. Ich sah unten an den Docks ein interessantes Floß. Was muss ich tun, um damit eine Fahrt machen zu können? Ah, du möchtest unser erstklassiges Transportsystem für Menschen genießen. Hier, für dich, mein Liebling. Ich hatte bereits ein paar Tagespassierscheine gekauft. Mein Beitrag zur Wirtschaftsförderung. Ah, klasse. Schön. Ich danke dir, Elaine Bärchen. Doch nicht in aller Öffentlichkeit, Liebling. Tut mir leid, Elaine Bärchen. Ja. So, genau. Habt ihr schon jemals etwas über Coronado de Cava gehört? Man sagte mir, dass ich ihn hier suchen und ihm ein Medaillon zeigen soll. Ich erinnere mich an diesen Mann. Er war auch ganz versessen darauf, La Esponja Grande zu finden. Aber ich habe ihn seit einiger Zeit nicht mehr in der Gegend um Spinner Cay gesehen. Vielleicht gab er auf oder er starb bei der Verfolgung. Wenn ihr ihm die Beschwörungsgegenstände gegeben habt, schwöre ich, ich schlitz jedem von euch den Bauch auf. Hier schlitzt niemand irgendjemand den Bauch auf. Das können wir doch friedlich regeln. Okay. Ich könnte nochmal mit Elaine reden. Muss ich das gerade? Weiß ich nicht. Ich mach das nochmal eben. Hey, Liebling. Kann ich dich mal ganz kurz sprechen? Aber sicher, mein Liebster. Was ist denn? Okay, ja, dann machen wir das mal. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich durchmachen musste, um dich zu finden. Ein durchgeknallter, mordgieriger französischer Arzt. Eine Insel mit Winden, die alle vom Wegkommen abhielten. Ich hatte sogar eine Auseinandersetzung von Angesicht zu Angesicht mit dem berüchtigten Piratenjäger Morgan Lafley. Und sie, er ist so gemein, wie alle sagen. Oh, Baby, hätte ich doch nur dabei sein können. Und? Hast du auch versucht, mich zu finden? Natürlich, Liebste. Deshalb sind wir doch hier. Naja, deshalb und wegen der Affen. Zu Affen? Was für Affen? Du hast gesagt, zum einen wärst du wegen der Affen hier. Welche Affen? All die armen Affen, die LeChuck auf meinem Schiff mit einem Fluch belegt hatte. Wir konnten sie alle einsammeln und jetzt wollen wir dafür sorgen, dass sie wieder in ihren angemessenen Lebensraum zurückkehren. Viele von ihnen stammen sogar ursprünglich von den Jerkbait-Inseln. Hört sich an, als hättest du mehr Zeit damit verbracht, Affen zu retten, als mich zu suchen. Ich kann auch alles, was die Affen können. Morgens habe ich dich schon beobachtet, wie du dich am Hintern kratzt. Du hast durchaus Talent. Okay, sehr schön. Hast du dir denn wirklich Sorgen um mich gemacht? Ich meine, immerhin hast du angehalten, um mit diesen Fischleuten zu reden. Guybrush, wir kamen hierher, weil wir nach dir gesucht haben. Hätten wir versucht zu fliehen, hätte dieser kranke und hässliche Pirat uns töten lassen. Ich musste also bleiben. Okay, gut. Mehr habe ich wohl nicht zu sagen. Gut, wir könnten uns jetzt nochmal die Beschwörungsformeln anhören. Das ist gut, weil ich das schon wieder vergessen. Also an den mürrischen Fisch kann ich mich noch erinnern. Aber wir haben jetzt eine ganze Menge gequasselt, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier weg. Das ist echt eine Sache zwischen dir und den Fischleuten. Ich hoffe, ihr einigt euch. Danke für das Gespräch. Komm, Elaine, gehen wir. Hey, Rush, wir können jetzt nicht weg. Aber ich habe ein neues Schiff. Ich gehe erst aufs Klo. Warum nicht? Ich habe ein neues Schiff und alles. Diese Piraten stehen unter dem Einfluss von den Pocken. Da wir es waren, die diese Pocken hervorbrachten, ist dieser Konflikt auch unser Fehler. Wir bleiben hier und helfen, das alles ins Reine zu bringen. Aber... Ich kriege das hier hin. Aber du musst deine Hände...
Entschuldige, ich meine, du musst diese Beschwörungsartefakte in deine Hand bekommen. Sie sind der Schlüssel für alles. Aber okay. McGillicuddy's Männer haben sich irgendwo versteckt. Bevor du gekommen bist, wollte ich auf Roe Island einen Hinweis nachgehen. Und LeChuck habe ich nach Spoon Isle wegen des Dritten geschickt. Okay, le hä, le wer, le was? LeChuck? Du hast ihn gehen lassen? Du hast ihm einen Auftrag gegeben? Ja, keine Sorge, Liebster. Er ist ganz harmlos. Warte mal, ich glaube gerade gehört zu haben, wie du LeChuck, diese fürchterliche, dämonische, geisterhafte Ausgeburt des Bösen, diesen Piraten LeChuck, als harmlos bezeichnet hast? Wann ich wohl angefangen habe zu halluzinieren? Guybrush, er ist eben anders. Ich habe jetzt keine Zeit zum Diskutieren. Er ist auf unsere Hilfe angewiesen. Ein kleiner, mutiger Säbelrassler. Okay. Nö, negativ. Niemals negativ. Negativ. Komm schon. Nö. Nö. Ach, bitte. Bitte, mit Sahne? Nix da. Nix da. Ich werde auch dein bester Freund sein. Okay. Ach, schön. Dann wirst du also mein bester, persönlicher Beschützerpirat sein und diese Beschwörungsartefakte besorgen, während ich die Jungs hier hinhalte? Na gut. Danke, mein Schatz. Okay, wie wäre es, wenn jeder sich einen dieser Beschwörungsgegenstände nimmt und dann alle getrennte Wege gehen? Ach, wozu soll das denn gut sein? Ich werde Ihnen niemals die heiligen Gegenstände überlassen. Na gut, was schlagen Sie beide denn vor? Gib mir die Beschwörungsartefakte. Okay, ich komme hier nicht weiter. Gehen wir erst mal raus hier. So, wir könnten jetzt mit dem Floß durch die Gegend schippern. Was haben wir noch hier? Hey, dieser verdächtig aussehende Typ hat noch ein Glas auf. Oh! Warum kann ich diese unkontrollierbaren Drang, Fischaugen zu pieksen? Okay, blinde Statue. Was haben wir denn noch hier? Ihr werdet sie nie bekommen. Okay, wir können hier weiter. Ja. Wo kommen wir denn da hin? okay, gehen wir da hoch. Ah, was ist das denn? Köder. Das ist eine Art Laden hier. Köderladenschild. Eimer. Hey, jetzt nur noch mit Coupons bezahlen. Du gefällst mir. Also ja, mach schon. Was willst du denn mit ihm anstellen? Na, weiß noch nicht. Warum willst du ihn dann nehmen? Weil er da so rumsteht, denke ich. Du bist komisch, Kleiner. Süß, aber ein bisschen komisch. Okay, wir haben den Eimer jetzt. War das jetzt einfach nur ein Eimer oder war da auch schon ein Köder drin? Einfach nur ein Eimer, okay. Okay. Anemone. Hallöchen. Sehe ich das richtig? Hier werden Schiffe repariert? Du schon wieder? Hatte ich nicht gesagt, dass du hier nichts mehr zu suchen hast? Ganz besonders nach dem furiosen Auftritt im königlichen Aquarium. Aber ich... Nee, ich mach doch nur Spaß, mein Hübscher. Ich bin's, Anemone. Oh, da hast du mich aber kalt erwischt. Wie bist du denn hier hochgekommen? Ich bin geschwommen. Also, womit kann ich dir helfen? Das ist also die gleiche wieder unten, ne? Okay. Ja, Mast reparieren ist wichtig. Ich muss meinen Mast reparieren lassen. Aber sicher. Möchtest du eine notdürftige Reparatur oder einen Austausch deines Hauptmastes? Tja, es ist nur ein Riss. Da müsste eine notdürftige Reparatur ausreichen. Siehst du? So läuft das bei Ihnen. Eine notdürftige Reparatur macht meistens genauso viel Arbeit wie ein Austausch. Aber du wirst sicher viel früher wieder dasselbe Problem haben. Ich werde dir einen vollwertigen Ersatz für deinen Hauptmast besorgen. Bin sofort wieder da. Okay. Geil. Nur geht mir dieser Song nicht mehr aus dem Kopf. Ach, das hätten wir. Alles repariert. Dein Was? Mr. Winslow hat sich um die Rechnung gekümmert. Netter Kerl, dieser Reggie. Hat er vielleicht einen Vetter? Das geht jetzt aber richtig fix. Ja, geil. Könnte ich einen Köder haben? Klar. Wie möchtest du dafür bezahlen? Ich kann dir einen Püri-Papagei zum Tausch anbieten. Tut mir leid, die nehmen wir nicht. Oh. Wir nehmen auch keine Schecks, Reiseschecks oder Tauschwaren.
Weder aus- noch inländische Währungen. Du nimmst keine inländische Währung an? Was nimmst du denn an? Coupons. Coupons. Okay, ich habe keine gerade, ne? Okay. Du verkaufst also und reparierst Schiff, ja. Du verkaufst also Köder und reparierst hier Schiffe. Das ist eine merkwürdige Paarbildung. Nun, es sind harte Zeiten. Manchmal muss man das eine oder andere Geschäft mitnehmen, um genügend Sanddollar zum Leben zu haben. Das ist echt hart. Wenn du das für schlimm hältst, dann musst du wissen, dass das hier früher ein Köderladen und ein Pizza-Imbiss war. Und nicht einmal dann verkaufe ich auch nur eine Sardelle. Das ist auch eine komische Kombo. Okay, ja, das ist auch eine gute Frage. Wie hast du nur mein Schiff so schnell repariert? Ich sag dir doch, ein Mast zu ersetzen ist ein Kinderspiel. Am Strand von Spoon Isle gibt es eine Menge Bäume, die sich perfekt als Mastbaum eignen. Außerdem wachsen sie direkt am Wasser. Und so konnte ich mir problemlos einholen. Dann ließ ich mich zu deinem Schiff treiben und nach 2, 3 Handgriffen war alles erledigt. Ja, das ist eine gute Arbeit, würde ich sagen. Diese Bäume auf Spoon Isle, kann die sich jeder einfach nehmen? Rein theoretisch schon. Aber sie haben ein stolzes Gewicht. Das würde ich daher lieber den Profis überlassen. Okay. Ich frag doch mal wegen der Coupons und dann war's das auch. Wegen dieser Coupons. Oh, hast du einen? Nee. Nein, aber könntest du nicht ein Schatz sein und mir trotzdem einen geben? Was machst du da? Flirtest du etwa mit mir? Ich weiß nicht. Pass auf, es ist ganz leicht. Bring mir einfach einen Coupon und schon gebe ich dir einen Köder. Alles klar? Ja. Okay. Gut, dann sind wir wahrscheinlich hier beim Sprechen auch erstmal durch. Also hier kriegen wir Köder, die brauchen wir für irgendwas wahrscheinlich. Und ja, wahrscheinlich können wir jetzt auch mit dem Floß fahren. Deswegen denke ich mal, klappern wir vielleicht mal die Inseln jetzt nach und nach ab. Und das machen wir alles im nächsten Part. Bis dahin, euer Alex sagt ciao.